Start in die neue Ideen-Expo-Woche. Schüler aus ganz Niedersachsen nutzen die Ausstellung, um sich zu informieren. Der Unterricht wird zum Lokaltermin. Besonders gefragt, fette Beats von Sennheiser. Das niedersächsische Unternehmen präsentiert Kopfhörer und Mikrofone von Weltruf und zeigt spielerisch, wie Tontechnik funktioniert. Am Stand der Continental AG erlebt man hautnah, was passiert, wenn moderne Fahrassistenzsysteme fehlen und was nicht, wenn ABS und ESP perfekt zusammenarbeiten. Wie das in der Praxis aussieht, können die jungen Besucher auf dem Campus mobile Ideen erfahren. Die Volkswagen AG bietet als Premium-Partner Fahrspaß der etwas anderen Art. Begleitet von einem Offroad-Instructor geht es über Stock und Stein. Lernen mit Action. Wir wollen einfach so die Basis legen, dass die sagen, oh, das habe ich gar nicht gewusst, dass man sowas mit einem Auto, mit einem normalen Auto machen kann. Und so praktisch im Hinterkopf so eine Basis zu legen. Ah, da muss ja irgendwas Besonderes an dem Auto sein. Ich brauche ja irgendeine bestimmte Technik, die das möglich macht. Aber uns geht es wirklich nur darum, um so ein bisschen das Interesse zu wecken. Uns geht es nicht darum, den Leuten zu erklären, was ist ein Untersetzungsgetriebe etc. Das wäre ein bisschen zu viel an der Stelle. Zusätzlich bietet Volkswagen Fahrsicherheitstraining und wer schon immer mal einen Boxenstopp machen wollte, der kann sein Können hier unter Beweis stellen. Für die Volkswagen AG ist die Teilnahme an der Ideen-Expo mehr als nur Werbung. Diese Ideen-Expo ist ganz einfach, um das Wissen, was wir bei Volkswagen mittlerweile haben, an die jungen Leute weiterzugeben und im Grunde genommen die jungen Leute zu animieren, mit Volkswagen gemeinsam an Projekten zu arbeiten und somit junge, dynamische Autos auch bei Volkswagen zu entwickeln und zu bauen. Fossile Brennstoffe sinnvoll fördern und nutzen und den Blick auf zukünftige Energieformen zu lenken, das lernen die Besucher in der Themenwelt Energie und Produktion. Auch in diesem Bereich sind niedersächsische Unternehmen weltweit führend. Klar, dass man sich gerne auf der Ideen-Expo präsentiert. Wir sind wahnsinnig gerne hier, weil es für uns eine Möglichkeit ist, junge Menschen anzusprechen. Wir sind eine Technologiefirma, wir sind hier in Niedersachsen und wir brauchen junge Leute für unsere Zukunft. Probieren, staunen, lernen. Die Möglichkeiten auf der Ideen-Expo sind fast unbegrenzt. Die Ausstellung ist mehr als nur Entertainment. Es geht darum, dass wir in Deutschland, aber vor allen Dingen in Niedersachsen von Innovation, von intelligenten Ideen leben. Wir haben wenig Rohstoffe und da kommt es darauf an, dass wir junge Menschen überzeugen, im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Forschung aktiv zu sein. Und da haben wir einen Nachholbedarf. Wir wissen, dass wir im Bereich der Hochqualifizierten einen Bedarf haben, den wir im Moment nicht abdecken können. Und da müssen wir rechtzeitig die Jugend motivieren. Und wenn das heute rüberkommt in den nächsten Tagen, dann war das auf jeden Fall ein Erfolg. Für die Organisatoren bleibt erneut die Erkenntnis. Mit 18.500 Zuschauern haben wir einen neuen Rekord in unserer dreitägigen Geschichte erreicht. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Heute Morgen war die Halle einfach voll, 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 voll. Wir sind unheimlich begeistert, dass die Schüler das Thema so angenommen haben. Die Lehrer kommen hier rein, engagiert mit Klassen. Wir sind extrem zufrieden damit, wie das Ganze gelaufen ist. Für die weiteren Tage der Ideen-Expo gilt, wer nicht kommt, ist selber schuld.